So, Huber ist dran. Das sind etwa 1,5 Meter, die Huber nur dahinter ist. Das heißt, wenn Eisenbichler jetzt normaler Sprung, er hat ja höchste Qualität anzubieten, kann es reichen, Granerüth auch hier zu packen. Oben gut durchgekommen. Schön harmonisch, ja. Speed nimmt er mit, jawohl. Sehr gut. Und den Telemark gesetzt. Richtig reingeknallt. Bravo, Markus Eisenbichler. Und das ist entscheidend in diesem ersten Durchgang. Da kann er sich möglicherweise richtig absetzen von seinem großen Konkurrenten. Das sind 4 Meter mehr, Sven. Ja, sensationell. Also speziell bei den schwierigen Bedingungen, da einfach den klaren Kopf zu behalten. Früher oder eine Saison oder zwei Saisons vorher wäre dann natürlich komplett, keine Ahnung, wie er da aufgekommen wäre. Aber jetzt bleibt er bei sich, er ruft seine Technik ab, egal wie die Bedingungen sind. Und zack, knallt's ihn rein. Sensationell. Und das ist eine Überlegung. Markus braucht eigentlich die Paradebedingungen. Auch im ersten Durchgang hat er schon eher weniger gute gehabt als alle anderen. Und deswegen braucht es ihr gar nicht. Er braucht nur seinen Sprung und dann lege ich mich wirklich raus. Dann ist das Ding durch. Weil nur er kann sich schlagen. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen wilder. Das 130 Meter Mensch. Steht da oben. 130 Meter. Komm, Eisei, komm. Irgendwie. Oh, nein, nein. Nee, das war's. Scheiße. Aber Sven, nee, das mega ist, Böhe von hinten. Mega Böhe von hinten. Brauchen wir nicht reden. Keine Chance. Schade. Keine Chance. Aber das hat die Jury natürlich auch nicht ahnen können. Aber ich hab's gesehen, als er in der Anfahrt ist. Da wird er runtergeholt. Na, das ist. Boah, ist das bitter. Schade. Ist das bitter. Hier, da. Ja, das ist volle Böe. Der Wind von hinten. Volle Böe. Das ist, hat nichts mit Markus seinem Sprung zu tun. Volle Böe. Die aber auch die Fist natürlich jetzt nicht erriechen kann, sonst hätte sie natürlich gewartet. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Ich hoffe, dass er es einfach vor der Tür liegen lässt, bevor er rausgegangen ist. Und ja, weil ansonsten, wie gesagt, es kann natürlich viel passieren. Wir haben heute auch wieder positive Dinge gesehen, wie Johansson oder auch Granerüth, der am Ende sich dann auch durchsetzt. Das ist ein Drama gewesen. Ich sage erstmal danke Sven Hannawald, der sich auf den Weg macht zu Matthias Obtenhövel.